Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ihr sehen könnt, heute gehen die Server wieder offline für den Patch 10.3. Wurde um einen Tag verschoben, normalerweise kommt immer Dienstag. Es gab allerdings, und zumindest auf Twitter, keine Informationen, warum das nicht am Dienstag kam. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen und auch über ein Like und schreibt gern in die Kommentare weitere Videovorschläge. Jetzt schauen wir in den Item Shop rein. Wir haben heute den Deadfire Skin wieder drin. War ja eine lange Zeit nicht im Shop. Dazu passt natürlich die Dunkelsplitter Spitzhacke, die auch reaktiv ist. Sie wird dann so leuchten. Wird hier gerade nicht angezeigt. Genau so leuchtet die dann. Selbiges beim Deadfire Skin. Hat auch die beiden Varianten. Hinten auch noch mit dem Backpack, der dann eben auch leuchtet. Ist ein nice Skin, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir hier Rio Grande, auch ein nice Skin, auch in zwei Stilen, kann man hier nämlich die Kopfbedeckung abnehmen. So, und dann noch den männlichen Skin, hier kann man auch die Kopfbedeckung abgeben und der hat auch noch hier so einen Sprengrucksack. Dann die Langhornspitzhacke, die ja auch ein Jahr lang in den Gamefiles drin war, allerdings rausgekommen ist. Dann haben wir hier tatsächlich mal wieder einen Farbenbaumer, der schon Ewigkeiten nicht mehr im Shop war. Dazu dann auch noch den Farbenkanonier, der war auch genauso lang, glaube ich, nicht mehr im Shop. Der hat hier sogar ein Backpack, ist allerdings auch episch, deshalb hätte ich eher die weibliche Wahl. Dann haben wir die Ringspitzhacke, die auch reaktiv ist. Ich glaube, das Horn leuchtet mit der Zeit immer mehr. Und den Farbenballon, aufgeblasenes Einhorn. Sieht auf jeden Fall nice aus. Dann haben wir Extraterrestrial. Ich mag den Emote nicht ganz so, wenn es gibt deutlich bessere. Dann haben wir den Flamingo-König. Die haben halt so ein Ben-Flamingo-Kostüm. Auf jeden Fall ganz nice aus. Kostet auch eine Box. Kann sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir T-Pose. Ist ein ganz nice Emote. Ja, kann sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir Party-Rad. Im arabischen Stil. Wissen. Auch nicht schlecht, wobei deutlich besser. Aber hier Siegesrunde als Spitzhacke war auch schon lange, glaube ich, nicht mehr im Shop. Genauso wie der Boxenstop-Charakter auch nicht mehr lange im Shop war. Sind beides nice Items, beziehungsweise nice Skin und nice Spitzhacke. Gefällt mir auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.